Ein CGI-Rausch kann nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen. Hollywoods Requisiteure müssen nach wie vor ausgeklügelte praktische Effekte einsetzen, um gefälschte Drogen wie echte aussehen zu lassen, ohne die Schauspieler zu verletzen, die sich das Zeug in die Lunge, in die Nase oder sonst wohin stecken müssen. Hier erfahrt ihr, was in diesen Filmen, in denen Drogen eine Rolle spielten, tatsächlich verwendet wurde. Colin Farrell ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, vor der Kamera gefälschtes Kokain zu konsumieren. Oder echtes Kokain im echten Leben, als er noch einer der größten Partyboys Hollywoods war. Aber für Horrible Bosses ließ der Requisiteur Michael Bates den Schauspieler Laktosepulver schnupfen. Ein Milchprodukt, das so harmlos ist, dass Schauspieler es einatmen können, ohne sich zu verletzen. Das ist eine gute Nachricht für Farrell, der Berichten zufolge so sehr darauf bedacht war, in seiner Rolle zu bleiben, dass er das falsche Kokain zwischen den Aufnahmen schnupfte. Obwohl sich Seth Rogen abseits der Leinwand für Marihuana einsetzt, haben die Darsteller in dem Kifferfilm Ananas Express kein echtes Marihuana geraucht, was zeigt, was für ein talentierter Schauspieler Bill Hader wirklich ist. Is this normal? Okay, private. Der Requisiteur Jeff Butcher kaufte das gefälschte Gras für den Film in großen Mengen bei International Oddities, einem Unternehmen, das sich auf Gras ohne THC, die Substanz, die einen High macht, spezialisiert hat, so dass die Schauspieler es rauchen können, und zwar viel, ohne irgendwelche seltsamen Nachwirkungen zu haben. Es dürfte euch nicht überraschen, wenn ihr erfahrt, dass Ewan McGregor und seine Kollegen in Trainspotting kein echtes Heroin gespritzt haben. Tatsächlich wurden bei den Dreharbeiten zu diesem Film keine menschlichen Arme durchstochen. Stattdessen verwendete der Requisiteur des Films, Gordon Fitzgerald, eine echte Spritze, die mit gefärbtem Wasser gefüllt war und in einer Armprothese injiziert wurde. Laut Fitzgerald hatte diese Methode einen Vorteil. Man kann den Kolben auf- und abziehen und es sieht aus, als würde sich das Blut mit der Flüssigkeit vermischen. Eine fiktive synthetische Droge steht im Mittelpunkt des Films 21 Jump Street mit Channing Tatum und Jonah Hill in den Hauptrollen als Polizisten, die verdeckt ermitteln, um die Bedrohung zu stoppen. Goes by the street name HFS. Holy. Aber auch wenn HFS eine Erfindung ist, brauchten Tatum und Hill etwas, das sie in den Mund nehmen konnten, als es an der Zeit war, die Szene zu drehen, in der sie sich zudröhnen, um ihre Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Die Lösung? Oblaten im Kommunionsstil mit einem Hauch gelber Lebensmittelfarbe, die auf der Zunge zergehen wie LSD oder andere Drogen. Es versteht sich von selbst, dass Kokain in The Wolf of Wall Street, der in den späten 1980er Jahren spielt, eine wichtige Rolle spielt. Als es an der Zeit war, den Text zu sprechen, wurde den Schauspielern Vitamin D-Pulver verabreicht, das für den Körper unschädlich ist, wenn es in kleinen Dosen eingenommen wird. Die Sache hat nur einen Haken. Es waren keine kleinen Dosen. I never had more vitamin D in my entire life. I think I could have lifted a car over my fucking head. Pulverisiertes Heroin stand im Mittelpunkt der Handlung des Films American Gangster von 2007, der auf dem Leben des Berufsverbrechers Frank Lucas basiert, der sein Imperium auf einem Vermögen aufbaute, das er durch den Schmuggel von Heroin in die USA mit Militärflugzeugen, die aus dem Vietnamkrieg zurückkehrten, erwirtschaftete. Außerdem ist Heroin eine der am schwierigsten zu fälschenden Drogen, weshalb der Requisiteur von American Gangster eine Substanz namens Mannitol verwendete. Ärzte verwenden es zur Behandlung von Nierenleiden und zur Verringerung von Hirnschwellungen, aber es wird auch von echten Drogendealern verwendet, um Heroin zu strecken, was es zu einer überzeugenden Wahl macht. Kokain ist nicht gleich Kokain, vor allem dann nicht, wenn das gefälschte Kokain eigentlich ein Babyabführmittel ist. Richtig. In Scarface verwendeten die Requisiteure Babyabführmittel in Pulverform, um die riesigen Mengen Kokain zu ersetzen, die der von Al Pacino gespielte Drogenboss Tony Montana kauft, verkauft und zu sich nimmt. Die Substanz machte zwar niemanden high, hatte aber andere Wirkungen auf den menschlichen Körper. So sehr, dass niemand sie sich in die Nase stecken wollte, so Schauspieler Steven Bauer, der Manny Rivera spielte. Was passiert, wenn man zu viel pulverisiertes Babyabführmittel schnupft? Niemand spricht darüber, aber es kann nicht gut sein. What the fuck was that? Bevor die Menschen herausfanden, wie man THC-freies Gras herstellt, war Oregano der bevorzugte Ersatz für Marihuana in Filmen wie The Breakfast Club. Das ist es also, was sie in dieser Szene aus John Hughes Filmklassiker über eine Gruppe von Außenseitern rauchen, die an einem Samstag zum Nachsitzen in der Highschool verurteilt werden. Es gibt nur ein Problem. Damals hatten die Leute noch ziemlich verrückte Vorstellungen von den körperlichen Auswirkungen des Kiffens. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. Dank des Requisiteurs des Films sieht der Joint, den sie herumreichen, echt aus, aber sonst ist nichts an dieser Szene besonders realistisch.
Ryan Goslings Oscar-nominierte Darstellung eines drogensüchtigen Lehrers in New York City wäre umsonst gewesen, wenn das Crack auf dem Bildschirm von Half Nelson nicht echt ausgesehen hätte. Doch der Requisiteur Jeremy Balloon fand eine geniale Lösung: einen cremefarbenen Kaffeebecher, den er in etwa 1 Million kleine Stücke zerbrach und dann mit Kaffee einfärbte. Ein Stück zerbrochenes, beflecktes Porzellan wurde vor eine kleine Tabakkugel gesetzt, die beim Anzünden rauchte und Goslings falscher Crackpfeife ein realistisches Aussehen verlieh. Bei all dem Gerede über Oregano und Babyabführmittel ist es erwähnenswert, dass Hollywood gelegentlich noch auf die altmodische Art und Weise Drogen nimmt. Wie in dieser Szene aus American Beauty, in der Kevin Spaceys Lester Burnham auf einem Parkplatz bei einem Immobilienkongress kifft. Der Regisseur von American Beauty, Sam Mendes, sagte: "Es kann sein, dass in diesem Film echtes Gras verwendet wurde. Ich kann das unmöglich kommentieren." Aber Kevin Spaceys Kicheranfall sagt eigentlich alles. Honey, this is Ricky.